Und weiter geht's hier mit Let's Play Pokémon Blau Kaizo. Im letzten Part haben wir uns ja hier unser Shiggy gefangen, unser Bisasam und unser Evoli. Und das ist jetzt eigentlich schon der größte Teil meines Teams. Ich werde natürlich auch noch andere Pokémon mit da reinholen. Lass mich vorbei. Ich will gar nicht wissen, was hier auf mich trifft. Bitte nichts komplett. Ein Vulpix. Das ist ja eigentlich genau das Richtige hier für mein... Ich weiß schon, warum ich es hasse. Ich weiß es. Ich liebe es, dass die Pokémon genau so kommen, wie ich sie brauche. Fukano. Verdammt. Nein. Wieso kann das Viech Erholung? Wir haben ein Problem. Wir können uns keine Tränke kaufen. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck it. Und soweit ich weiß, hat unser Rivale dann später 3 Evoli, ein Mew und dann später Mew, Aquana, Blitzer, Flamara und ja, das ist eigentlich nicht sehr schön. Möchte ich sagen. Also das ist etwas, was ich nicht so gerne habe. Ja, wir haben keine Tränke. Scheiße. Joa. Wieso kann ich nicht entkommen? Okay, ich schätze mal, wir werden noch sehr oft wieder zurückgehen müssen. Ich finde es cool, dass man hier so viele Level aufsteigen kann. Ich trainiere nämlich jetzt jedes Pokémon erstmal auf Level 10 und dann werden wir gucken, was genau uns hier noch erwartet im weiteren Verlauf. Ich hoffe, nichts arg Schlimmes. Aber ich rechne mit dem Schlimmsten. Und wenn ich das auch richtig gesehen habe in dem Let's Play von Emero, dass wir auf ein Hornliu Level 100 treffen werden. Wo ich mir nur denke, WTF, wie kann man sowas bringen? Ich meine, klar, es ist ein Hack, ja, aber das ist doch schon, das ist doch übertrieben. Ja, am Arsch. Das geht schon eher. Nein, das sind alles nicht so die Pokémon, gegen die Bisasam eine Chance hätte. Ja, ah, und zwar unser besiegtes Evoli. Ach, jetzt kämpfen wir halt einfach so lange, bis wir besiegt sind. Ich geb's auf gleich. Wir können uns nicht mal Tränke leisten. Das heißt, wir werden so oft... Ich werde so oft wie noch nie das Pokémon Center besuchen müssen. Und Evoli zu trainieren, das wird die Kretze. Das sehe ich jetzt schon. Naja, egal. Wir werden das schon irgendwie machen und jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Ist egal. Ich mache die Parts einfach so lang, wie sie werden. Dann ist auch egal. Das ist zum Kotzen, weil jeden Schritt kommt hier... Jeden gottverdammten Schritt kommt ein Pokémon. Das ist nervend. Aber das ist, glaube ich, auch extra so gedacht, damit man viel trainieren kann hier. Weil man nämlich sonst... Warum Zubats? Wenn ich jetzt hier spät... Könnte ich mir hier Mew fangen? Ne, ich würde es sofort tun, aber... Ich sag ja, es ist zum Kotzen. Scheiße, jetzt sind wir, glaube ich... Sind wir jetzt richtig gegangen? Ich habe keine Ahnung. Oh, nein, kämpfen.
Ich glaube, das wird hier nichts. Mein Gott, nee. Was habe ich gefunden? HP ab. Achso, das ist AP plus. Aha, super, wir sind falsch gegangen. Das hasse ich auch so an Hex. Man weiß ja nie so wirklich, wo man jetzt lang muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Und diese Critical Hits machen mich. Da geht's rein. Komm. Are you going to Viridian Forest? Be careful. Es ist ein Naturschutzgebiet? Ach du Scheiße. Warum lasse ich mich auf diese Scheiße ein? Ja, some Pokémon Fights. Ach du Scheiße. Okay, Glumanda war die beste Entscheidung meines Lebens. Und solange hier kein Safcon Level 100 kommt, oh, Pikachu. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist immer. Hier gibt es nur einen Weg raus. Einen gottverdammten Weg kann man hier ge nur gehen. Also, ich denke mal, wir werden hier schon mit Level 20 rausgehen. Nein, nein. Wir sind paralysiert. Ach, fuck it. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Man darf eigentlich keinen Gegentreffer erleiden, weil sonst hat man hier verkackt. Mich wundert nur, dass. Vor allen Dingen, man gibt nur einen richtigen Weg. Alle anderen sind falsch. Die braucht man gar nicht zu versuchen. Ich will jetzt nicht, dass Lumanda hier stärker ist als die anderen. Ich will, dass alle ungefähr gleichbleibend stark sind. Gleichbleibend stark oder schwach, je nachdem. Oh, ein Stückchen, auf dem wir sicher sind. Gegen Vergiftung benutze Gegengift. Gegen Gift benutze Gegengift. Ich habe keine Ahnung, ob das hier richtig ist, was ich gerade tue. Nein, ist es nicht. Woher auch? Alter, kann doch nicht so schwer sein. Leute, wir haben so verkackt. Von dem Bisasam, ne? Ah. So, super. Oh, geil. Gleich kann Bisasam nur noch Verzweifler einsetzen. Ach, warum? Warum ein fucking Ponyta hier in dem Wald? Ja, sicher. Setzt Feuerwirbel ein. Ich raste. Füll lieber meine KP auf. Wir zusammen benutzt Verzweifler. Super. Okay, jetzt kann ich noch einen Gegentreffer machen und dann war's das, ne? Das ist ein Double KO.
LOL. Fuck yeah. Und wir kommen hier nicht raus. Den können wir noch mal machen. Da kommen wir hier kommen wir nicht mehr raus. Ja. Also ich glaube, Commander wird hier alles plätten. Aber auch nur so lange, bis es jetzt vielleicht endlich mal eine andere Attacke lernt. Wieso ein Trainer? Ich will hier doch nur raus, Alter. Ich bin so dankbar, wenn ich hier jetzt mit Glumanda durchkomme, ohne irgendwie drauf zu gehen. Okay, jetzt kommt unser erster Trainer und ich schwöre bei Gott, das wird kein Zuckerschlecken. Hä? Only you Level 6? Hä? Das ist doch... Ist das Pokémon... Das ist doch Pokémon Blau Kai, so muss ja... Also, das war zumindestens, also ich habe zumindestens. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, bei aller Liebe. Okay, strange. Level 13, fuck yeah. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das jetzt alles war hier. Ein Venoant greift an. Kämpfe nicht gegen mich. Sieh mich nicht. Warum sieht er mich? Ach, verdammt. Ich glaube zu 60%, dass wir den nochmal machen müssen. Ja. Da. Ach, Scheibenkleister. Glumanda, kannst du dich jetzt nicht mal entwickeln zu Glutexo? Das wäre ganz cool. Vor allen Dingen, wann ist dieser gottverdammte Fight endlich mal zu Ende? Vor allen Dingen, ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich gerade langlaufe. Ich weiß dann. Na. Ich schieb hier gleich aus, Raster. Also nicht wundern, wenn ich mich gleich aufrege, ne? Das liegt nur an diesem Spiel. Werde ich es komplett durchspielen oder werde ich es vorher abbrechen? Wow, ich finde ein Gegengift. Ich brauche Tränke, ihr Spacken. Ich kann keine Tränke kaufen. Es kann nicht sein. Ich kann... Nein! Mach's weg. Okay, ein KP. Ein Treffer und wir sind tot. Nein! Ach, fuck, Alter. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.